Moin! Jo, heute mal wieder eine Vorstellung von einem Benchmade-Modell und zwar von einem echten Klassiker. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, dass das ein Griptilian der Klassiker ist von Benchmade. Bei diesem Modell trifft es vielleicht noch mehr zu, weil wir hier das erste Modell mit einem Access-Lock haben. Ich meine, 1999 haben McHenry und Williams dieses Messer, dieses Design, diesen Verschluss Access Lock auf den Markt gebracht. Und dem folgten ja ungemein viele andere Modelle von Benchmade. Großartige Messer und insgesamt ist das einfach ein fantastischer Verschluss. Vielleicht mein Lieblingsverschluss. Ich kann mich da nie entscheiden. Ich mag im Grunde alle, aber die Bedienbarkeit, dieses locker flockige, das finde ich einfach großartig. Gibt immer wieder Leute, die schreiben, sie vertrauen diesem Verschluss nicht, weil sie irgendwie Angst haben, dass dieser Bolzen, dass der einfach versagen könnte, beziehungsweise nach hinten rutscht, dass sie den Federn nicht trauen. Wir haben ja bei diesem Zylinder, bei diesem Bolzen, haben wir zwei Federn, die sich ja um den Bolzen rumlegen, auf beiden Seiten. Und durch die Spannung schiebt sich das Teil dann halt auf die Klingenwurzel. Und im geschlossenen Zustand hält es dann auch die Klinge. Wie ich finde, klappt das super gut. Mir ist auch noch nie einer dieser Omega-Federn gebrochen. Und selbst wenn das passieren sollte, dass beide gleichzeitig im selben Moment brechen, das erscheint mir doch sehr, sehr selten. Ich habe es noch nicht gehört. Will sagen, eine Feder greift dann immer noch und hält den Lock. Also ich hatte noch nie ein Versagen. Habe von Leuten schon gelesen, denen so eine Omega-Feder gebrochen ist. Das passiert wohl immer mal wieder. Aber ein wirkliches Versagen des Verschlusses, dass die Klinge so einklappte beim Arbeiten, habe ich noch nie gehabt. Und ich habe mit vielen Benchmates schon gearbeitet und kenne das auch von anderen Leuten nicht. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr sicherer Verschluss. Und durch die Art und Weise, wie man ihn bedient, einer der schnellsten Verschlüsse, vermutlich der Verschluss, der am meisten Spaß macht und unglaublich bedienerfreundlich ist. Ja, 20 Jahre hat das Teil jetzt bald auf dem Buckel. 2 Jahre noch, dann hat es das 20-jährige Jubiläum. Und ich hoffe sehr, dass Benchmade dann auch ein neues Modell beziehungsweise ein überarbeitetes Modell auf den Markt schmeißt. Ich habe das Teil jetzt mehrere Wochen lang getragen und kann gleich vorweg sagen, ich bin absolut begeistert. Das ist ein großartiger Worker. Ein fantastischer Arbeiter. Völlig zu Recht wird das immer wieder empfohlen. Rein optisch hat es eine schöne Linie, für mich aber keine packende Linie. Also es war nicht so, dass ich immer gesagt habe, juhu, großartiges Teil. Ich war mir schon immer ziemlich sicher, dass es mir gefallen wird, weil relativ schlank aufgebaut, langes Messer, lange, lange Klinge. Und für mich sind lange Klingen einfach... damit kannst du halt richtig arbeiten. Natürlich kannst du mit einer 6 und mit einer 7 cm Klinge auch das allermeiste machen, das allermeiste schneiden. Aber wenn du eine 9 oder eine 10 cm lange Klinge hast, dann ist das ein riesiger Unterschied. Und es geht dir, mir zumindest, so viel leichter von der Hand. Es macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und das war hier bei dem 7-10er absolut so. Damit hat das Arbeiten wirklich Spaß gemacht und völlig egal, was ich damit gemacht habe, ob ich Essen geschnitten habe, ob ich Holz gemacht habe, ob ich Pappe geschnitten habe, egal welche Aufgabe, alles wurde großartig erledigt. Hat einen Flachschliff, ist wunderbar fein ausgeschliffen, wirklich, wirklich ein toller Worker, hat eine Recurve-Klinge, das gefällt vielleicht dem einen oder anderen nicht, aber in der Benutzung wirklich, wirklich klasse, dieses Teil. Ist anständig stabil aufgebaut. Man hat hier wirklich dicke, dicke Liner, die aufgebohrt sind, um Gewicht zu sparen. Wir haben hier bei über 22,5 cm nur 130 Gramm Gewicht. Das ist wirklich,
Das ist sehr, sehr leicht für so ein langes Messer. Einer der Gründe, warum man sowas auch so gerne einsteckt, weil man halt das Gewicht nicht so spürt. Und dann holt man es raus und dann hat man halt so ein riesiges, langes Messer zum Arbeiten. Große, große Klasse. Dann haben sie, was ich großartig finde, die Klingenstärke bei 2,9 mm belassen. Also unter 3 mm, dazu der feine Flachschliff, absoluter Slicer. Und Stabilität ist hier trotzdem gegeben. Da muss man sich keine Sorgen machen. Wir haben bei diesem Messer hier haben wir ein leichtes Klingenspiel. Das kann man natürlich wieder einstellen, dann läuft aber die Klinge nicht so leicht. Ich habe es fast 3 Wochen getragen und über die Zeit wurde Klingenspiel nicht wirklich größer. Deshalb kann ich damit ganz gut leben. Das muss jeder für sich selbst dann immer beantworten, wie viel Klingenspiel man seitlich haben möchte. Auf und ab hat das Teil überhaupt kein Klingenspiel. Und wie ich schon sagte, in der Benutzung im Alltag hat das so toll funktioniert. Da kann ich dann gut mit diesem leichten Klingenspiel leben. Als Klingenstahl haben wir den D2 Werkzeugstahl. Laut Benchmade wird er auf 60-61 HRC ungefähr gehärtet. Und rein von der Benutzung kann ich auch wirklich sagen, dass dieser Stahl wunderbar seine Kante hält. Da hatte ich keinerlei Probleme in all der Zeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt noch super sauscharf ist, aber es hat immer noch eine sehr anständige Arbeitsschärfe und hat 3 Wochen gut zu arbeiten bekommen. D2, ein Stahl, der mir mit jedem Jahr immer mehr gefällt. Seltenst eine Enttäuschung gehabt. Ich hatte mal beim Line Steel SR1 ein D2, der hat mir nicht gefallen. Ansonsten war es das auch schon. An anderen Messern absolut großartig, wie zum Beispiel auch hier am Comrade. Das ist, was der Stahl da gehalten hat an Kante, ist fantastisch. Und ähnlich habe ich das auch hier beim 710er erlebt. Wirklich top. Wir haben als Griffbeschalung G10, sehr glänzendes G10 und auch wirklich slippy, sehr, sehr rutschig. In der Benutzung selbst ist es mir nicht negativ aufgefallen, hatte ich keine Probleme. Aber immer wieder, wenn man es so hält und mit den Händen ein bisschen rüber geht, ja, es ist ungewöhnliches G10. Sowohl optisch erstmal, dadurch, dass es so shiny ist, wie auch wirklich von der Traktion sehr, sehr fein eher. Diese Zwischenriefen hier, die machen schon echt Sinn, dass die noch ein bisschen Traktion geben. Ja, ungewöhnlich. Könnte jetzt nichts Negatives sagen, weil ja sich nichts Negatives rausgestellt hat bei der Benutzung. Aber eigentlich ist mir ein G10, das mehr texturiert ist, ein bisschen lieber. Dann finde ich noch, wenn man sich so mit Benchmade-Messern ein bisschen auskennt, dass man dem Design, dem Messer so ein bisschen die Jahre ansieht. Deshalb hoffe ich ja auch, dass 2019 ein überarbeitetes Modell rauskommt. Also wenn ich mir andere Modelle nehme, wie hier das Rift zum Beispiel oder halt noch neuere Modelle, wie das Croc River oder sonst was, dann sieht man einfach auch schon, dass das neuere Modelle sind von Benchmade. Zum alten Eisen im wahrsten Sinne des Wortes gehört dieses Modell natürlich trotzdem nicht. Im Gegenteil, absolut fantastisch. Auch wenn wir immer wieder so Macken haben, wie dass die Klingenzentrierung leider nicht mittig ist, bekommt man auch nicht viel besser hin, aber man arrangiert sich irgendwann damit. Schlicht und einfach, weil das Messer so gut funktioniert. Es hat eine tolle Handlage. Ich habe immer gedacht, dass dieser Schwung hier oben mich eventuell stören würde, wenn ich weiter nach vorne greife. Aber es hat sich nicht eine Situation ergeben, wo mich das gestört hätte. Meine Hand lag immer ziemlich perfekt auf diesem Griff. Ja, ich würde dem Messer wirklich die Höchstpunktzahl in der Benutzung geben. Zumindest für große Hände, für meine Hände. Überall, wo Riffelung, wo Jimping angebracht wurde, macht das Sinn. Das ist ein sehr durchdachtes, sehr, sehr taugliches Messer. Bekommt eine absolute Empfehlung von mir. Was nicht so schön ist, ist der Preis hier in Deutschland. Da legst du für so ein Teil hier 200 Euro hin. Das ist dann für G10 und D2 Stahl ja, eine Menge. Wir haben natürlich den tollen Verschluss, wir haben die Tauglichkeit. Ich würde mal sagen, die Person, die auf all das steht und das Messer kauft und benutzt, die wird die 200... Also der Kauf wird nicht bereut von dem hohen Preis der 200 Euro, da bin ich mir auch relativ sicher.
Aber ist natürlich auch ein stolzer Preis, ne? Also das ist so der Kritikpunkt hier an diesem Messer, den ich nennen könnte. Ansonsten hat mich das Teil durch und durch überzeugt und ja, wie ich schon sagte, bekommt eine absolute Empfehlung von mir. Gudi, Video ist jetzt schon wieder viel, viel länger geworden, als ich vorhatte. Ich wollte es eigentlich nur noch mal kurz in die Kamera halten und erwähnen, wie gut mir das gefallen hat. Wirklich, wirklich ein tolles Teil. Das Benchmade 710. Jo, alles klar. Das war's dann von mir. Ja, wer Bock hat, schreibt mal rein in die Kommis, welches euer Lieblingsmodell von Benchmade ist. Und dann verbleibe ich wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.